Im heutigen Video zeige ich dir, wie du mit einem Vocal Rider von Waves und einem Kompressor dafür sorgen kannst, dass deine Vocals oder dein Rap immer stabil vor der Musik stehen. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und falls du mir schon etwas länger folgen solltest und jetzt das Video erwartet hast, wo ich darüber erzähle, wie ich mit Referenzsongs meinen Mix verbessere, da muss ich dich leider enttäuschen, denn ich bin doch tatsächlich beim Durchstöbern meiner Videoliste darauf gekommen, dass ich das vor einem Jahr schon mal erzählt habe. Ist ja ein Ding, ne? Also falls du dich dafür interessieren solltest, klick einfach mal hier oben auf den Link, der da gerade aufgegangen ist. Da findest du alles zum Thema Mischen mit Referenzsongs und mit Match EQ, darum sollte es nämlich heute eigentlich gehen. Stattdessen habe ich mich entschieden, mich auf ein anderes Thema zu fokussieren, nämlich dafür zu sorgen, wie die Vocals stabil vor dem Mix stehen können. Und auch dazu gibt es eine kleine Anekdote. Ich stöber also neulich irgendwie ganz wild durch meine Plugin-Liste durch und sehe da tatsächlich das allererste Plugin, das ich mir gekauft habe. Kleiner Trommelwirbel. Es war der Vocal Rider von Waves. Ich weiß nicht, welches Plugin du dir als erstes gekauft hast, aber wenn du magst, schreib es mir mal unten in die Kommentare rein. Aber ich bin ziemlich sicher, dass du dir ein Plugin gekauft hast, weil du ein Problem lösen wolltest, was du im Mix nicht selber lösen konntest. Ne? Und bei mir war das damals dafür zu sorgen, dass die Vocals stabil vor Mix stehen. Also bin ich auf die Suche gegangen und habe den Vocal Rider gefunden, der wirklich ein cooles Konzept hat. Der Vocal Rider ist ein kleines Plugin, wo im Prinzip nur ein automatisierter Lautstärkeregler ist und der analysiert quasi, oder das Plugin analysiert die Vocals, die reinkommen, und wenn die Vocals etwas lauter singen oder der Rapper etwas lauter rappt, dann zieht es diesen kleinen Lautstärkeregler ein bisschen runter, und wenn du etwas leiser singst oder rappst, dann zieht es den Lautstärkeregler ein bisschen höher und sorgt dafür, dass du einen ziemlich ausgeglichenen Pegel bei deinen Vocals hast. Klingt ein bisschen wie ein Kompressor, ist es auch, nur dass es eben nicht komprimiert, sondern nur dafür sorgt, dass der Pegel über den Lautstärkeregler, der automatisiert wird, quasi immer auf einem vergleichbar gleichen Level gehalten wird. Funktionsprinzip ist also sehr überschaubar, sehr einfach, aber die Wirkungsweise ist gar nicht so schlecht. Habe ich damals ein paar Mal benutzt, aber dann bin ich schnell im Netz darauf gestoßen, dass die Profis ja normalerweise zwei Kompressoren nehmen, um ihre Vocals stabil im Mix und vor dem Mix zu halten. Nämlich in der Regel einen 1176 Kompressor als relativ schnellen Kompressor und einen LA2, einen optischen Kompressor, der ein bisschen langsamer ist. Und die beiden passend eingestellt sorgen auch dafür, dass deine Vocals stabil vor dem Mix stehen. Jetzt stöber ich also neulich durch meine Plugin-Liste und denke so, der Vocal Rider, warum nehme ich den? Nenne ich einfach mal. Lass ich doch mal diese Regel mit den zwei Kompressoren weg und nehme mal den Vocal Rider, der einen stabilen Pegel rausgibt für die Vocals, und einen 1176 Kompressor Standard, den ich sowieso auf den Vocals benutze, und guck mal, was dabei rauskommt. Was dabei rausgekommen ist, schauen wir uns gleich mal in der Session an, und ich zeige dir auch, wie du den Vocal Rider dann relativ zügig und einfach einsetzen kannst. Und verpasst nach der Session auf jeden Fall nicht die Frage der Woche, denn dann geht es darum, wie man, wenn man zwei Loop-Teile aneinander packt, wenn man dazwischen ein Knacksen hat, wie man das Knacksen vermeiden kann. Darum geht es nach der Session. Und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen sollte, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten oder aber schnell auf das nächste Video auf der Seite. Und wir gehen jetzt rüber in die Session und gucken mal, was man mit dem Vocal Rider machen kann. Also los geht's. So, da sind wir schon in der Session, und wie du sehen kannst, ist nicht nur die Session geöffnet, sondern ich habe das Plugin auch mal direkt aufgemacht. Und wie man hier sehen kann, das prominenteste Teil beim Vocal Rider ist tatsächlich hier dieser Lautstärkeregler. Und Rider, to ride heißt ja reiten, und es sieht auch so ein bisschen aus, wenn das Plugin arbeitet, dass dieser Lautstärkeregler geritten wird. Der wird nämlich gefahren und analysiert ständig beim Durchlaufen das, was reinkommt, nämlich das Audiosignal, in dem Fall die Vocals. Ne? Sind noch ein paar mehr Parameter hier bei dem Plugin, die möchte ich aber alle einfach mal nicht anfassen, sondern ich möchte dir zeigen, wie mit den Standardeinstellungen vom Vocal Rider man schon ein ordentliches Ergebnis erzielen kann. Das Verfahren ist dann wie folgt. Also man lässt den Vocal Rider einmal das Signal analysieren, man lässt es also einmal durchlaufen, man wird dann sehen, wie sich der Vocal Rider, also der Lautstärkeregler in der Mitte dann bewegt, je nachdem entsprechend, wie das Signal reinkommt. Und damit das aber jetzt nicht jedes Mal analysiert werden muss, schreiben wir diese Automationsdaten, die das Plugin generiert, dann gleichzeitig in die Spur rein. Dazu müssen wir zwei Sachen machen. Zum einen müssen wir hier unten bei der Automation erstmal dem Plugin mitteilen, dass es seine Daten schreiben soll. So, das stellen wir auf Write. Write heißt Englisch, ist Englisch und heißt Schreiben. So, das Plugin würde jetzt also schon mal seine Automationsdaten ausspucken. Jetzt muss die DAW das ja
nur noch mitschreiben. Und jede DAW hat dafür normalerweise einen Punkt, wo man das einstellen kann. Bei Logic ist es hier direkt im Kanal. Und beim Kanal kann ich dann hier einstellen 4 verschiedene Sachen. Read heißt, er liest die Automation. Und die anderen 3 habe ich mal erklärt in einem separaten Video. Falls du dich dafür interessierst, kannst du mal hier oben klicken. Da wird das nämlich ausführlich erklärt. Nur so viel jetzt. Ich könnte es jetzt auf Touch oder Latch stellen. Stell das jetzt einfach mal auf Latch. Und wie gesagt, die Erklärung dieser Begriffe findest du im Video hier oben. Ich stelle es auf Latch und jetzt ist die Spur orange hier und damit scharf geschaltet und wartet jetzt darauf, dass Automationsdaten geschrieben werden. Jetzt muss ich als nächstes also hier diese Vocals, die wir hier zur Verfügung haben, in diesem Kanal hier oben, dann einmal abspielen, damit das Plugin analysieren kann. Und das machen wir jetzt einfach mal. Währenddessen kannst du ja auch mal direkt zuhören, wie das klingt, wenn der Vocal Rider arbeitet. Und ich gucke mal, dass ich das hier auch mal direkt groß schalte und die Automation anmache, damit du auch sehen kannst, wie er schreibt. Machen wir das noch ein bisschen größer hier. Diese lila Spur hier unten, das ist das, was er gleich schreiben wird. Und kannst ja auch mal parallel hier auf den Lautstärkeregler achten, wie der so richtig schön arbeitet und dann sich quasi automatisch an das Gesungene anpasst. Wir hören mal rein und so geht das Ganze. Deine Tür, ich geh durch dunkelste Felder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen, hab den Nordpol besucht und fast den Yeti gefunden. Geh mit Jakob den Weg und wird die Erde umrunden. Flieg zum Mond, Mars und Venus, fahr zum Nord auch nach Füssen. Alles nehme ich in Kauf, um dich nur einmal zu küssen. So. Durchlauf auch schon beendet und wie man hier an den Automationsdaten sehen kann, das passt sich richtig schön daran an, wie ich gesungen habe. Die lauteren Teile hier zum Beispiel, da regelt er den Lautstärkeregler etwas runter, bewegt sich so im Bereich von plus minus 2 dB und regelt dann hier entsprechend ein bisschen lauter, vor allem hier so ein leiserer Teil, den ich gesungen habe, wo er dann nach oben regelt, sogar bis 3,8 dB rauf und so hat er schön ausnivelliert, wenn ich hier so gesungen habe. Die Stimme ist ja ein sehr dynamisches Instrument, hat das einfach stumpf ausnivelliert. Wunderbar. Und jetzt muss ich im Prinzip nur noch den Kanalzug wieder zurückversetzen in den Lesestatus. Das mache ich wieder hier im Kanal und stelle von Latch, damit er nicht jedes Mal wieder mitschreibt, sondern auf Read. Und im Plugin hier auf der rechten Seite stelle ich die Automation von Write, er soll also nicht mehr schreiben, auf Read. Und jetzt liest er die Automationsdaten quasi direkt hier aus der Spur aus, die hier oben sind. Und wenn ich das mal kurz abspiele, dann siehst du, dass er das gleiche macht wie gerade bei der Analyse, nur dass er eben nicht mehr rechnen muss, sondern nur noch lesen. Ne, da bewegt sich der Fader. Und wie man hören kann, ist es schon relativ stabil, ne? Also auch die Wörter, die etwas leiser dann rausgehen oder so, die ein bisschen länger gesungen werden, verlieren im quasi nichts mehr. Das heißt, wir haben hier zwar keine Dynamikbearbeitung, aber schon irgendwie. Ne? Es ist also keine Reduktion der Dynamik, wie es beim Kompressor stattfindet, aber zumindest wird die Lautstärke wie von Geisterhand dann immer am Fader nachgefahren. Das ist das, was die Kollegen früher an den Mischpulten auch immer gemacht haben. Bruce Swedien, der Mischer von Michael Jackson, hat das quasi automatisch beim Aufnahmeprozess sogar gemacht. Das brauchen wir hier nicht. Wir können das nachträglich mit dem Vocal Rider machen und schreiben diese Automation dann quasi direkt in die Spur. So, ich habe ja gesagt, dass ich danach noch mit dem Kompressor gearbeitet habe und ich nutze dazu gerne einen, achso, das war's übrigens, ne? Mehr muss man nicht machen, man muss nur einmal durchlaufen lassen, das war's mit dem Vocal Rider. Das heißt, ich kann den jetzt ausmachen, der liest immer seine Automationsdaten und jetzt habe ich vom Kompressor gesprochen, dass ich also nicht mit 2 Kompressoren arbeite, sondern nur mit einem und dem Vocal Rider und da haben wir hier den 1176, den ich in meiner Standardeinstellung, die ich in der Regel, ne, nagel mich nicht drauf fest, es gibt natürlich auch Audiomaterial, wo ich den nicht so standardmäßig einstelle, aber in der Regel bei Vocals genauso einstelle, wie ich das hier gemacht habe. Falls du dich dafür interessierst, auch darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, kann ich dir auch hier oben einblenden, kannst du mal draufklicken. Jetzt nur so viel Standardeinstellung für mich bei Vocals, jetzt beim Kompressor beim 1176 eingestellt und ich sorge dafür mit dem Input, dass ich so regel, dass der Kompressor so 4-5 dB komprimiert. Eigentlich kommt ja schon ein relativ stabiles Signal rein mit dem Vocal Rider, aber ich möchte trotzdem, dass die Dynamik noch ein kleines bisschen mehr eingeschränkt wird und das passiert mit diesem Kompressor. Schauen wir mal, wie es jetzt klingt. Ich mache den Kompressor an und so klingen die Vocals jetzt mit Vocal Rider und dem 1176. Deiner Tür, ich geh durch dunkelste Felder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen, hab den Nordpol besucht,
fast dem Yeti gefunden. Geh mit Jakob den Weg. Vielleicht mache ich zu Verdeutlichungszwecken nochmal die anderen Spuren aus, damit du nochmal hörst, wie stabil das wirklich steht. Ich mache mal die anderen Spuren aus, die da drunter sind. Und wir hören mal einmal kurz im AB-Vergleich, so viel Zeit muss sein, wie das ohne die beiden Plugins klingt. Ich starte nochmal einmal ohne und schalte sie dann an. Und du hörst sofort, dass die Vocals vielleicht auch ein kleines bisschen lauter werden, aber vor allem in der Dynamik deutlich stabiler jetzt im Mix sind. Ne? Deiner Tür. Gefunden, geh mit Jakob den Weg und wird die Erde umrunden. Flieg zum Mond, Mars und Venus, fahr zur Not auch nach Füssen, alles nehme ich in Kauf. Also speziell bei Kauf, kannst ja noch mal ein kleines Stückchen zurückspringen, bei Kauf hört man es, dass die Silbe auch bei dem längeren Wort Kauf nicht absäuft oder sonst was verschwindet oder so, die Dynamik bleibt glatt erhalten, dann nicht die Dynamik, sondern das Wort bleibt erhalten und das Wort ist komplett bis zum Ende zu hören, wunderbar, da mehr kann man eigentlich gar nicht erwarten von so einer Kette. Also mit diesen beiden Plugins wirklich wunderbar was erreicht, es funktioniert bestens, kann man nicht anders sagen und damit bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und beim Nachbauen und so weiter, da wünsche ich dir natürlich auch viel Spaß. Wir gehen jetzt rüber zur Frage der Woche, also los geht's. Also ich finde es schon faszinierend, was man mit so einem einfachen Plugin machen kann. Das kostet ja bei Waves mittlerweile durchgängig $29 und ich glaube, die $29 sind eigentlich ganz gut angelegt. Ich mache ja normalerweise keine Werbung für Plugins, also zumindest für kostenpflichtige Plugins, aber in dem Fall mache ich für die knapp 30 Euro mache ich dann mal eine kleine Ausnahme, weil ich denke, wenn du dir nicht so ganz sicher sein solltest mit deinen Vocals, dann kannst du damit auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen und dich darauf konzentrieren, was wichtig ist, nämlich den Rest des Mixes auch hinzukriegen. Wunderbar, finde ich auf jeden Fall. Kommen wir zur Frage der Woche, die kommt heute von Peter und Peter schreibt, danke für deine geilen Videos, einfach spitze. Sehr gerne, lieber Peter, mache ich ja immer gerne. Ich habe da mal eine Frage an dich. Wenn ich zum Beispiel Bass vom Camper über meine X32 auf dem Mac in Logic X aufnehme und dann die Spur bzw. den Bassteil loope oder auch kopiere, habe ich ständig ein Knacksen zwischen den Teilen. Hättest du eine Idee, wodurch das erzeugt wird? Ich hatte schon mal Sample und Bitrate verändert, leider ohne Erfolg. Da kann ich dir relativ einfach helfen, lieber Peter, denn mit Sample und Bitrate hat das überhaupt gar nichts zu tun, das Knacksen. Du musst dir vorstellen, dass das Signal, was digital abgetastet wird, im Prinzip ja, oder jedes Signal im Prinzip einer Schallwelle entspricht. Die Schallwelle ist wie der Name schon sagt, eine Welle und die geht immer durch so einen Nullpunkt. Ne? Die hat einen positiven Anteil, einen negativen Anteil und die geht halt immer so rauf und runter, je nachdem, welches Signal gerade anliegt. Und wenn du dieses Signal schneiden solltest, für einen Loop zum Beispiel, und du schneidest es, während die Welle noch hier oben ist, ne? Ich kann das mal einblenden hier in einem Bild, wenn du das schneidest hier oben und der nächste Teil vom Loop vielleicht damit anfängt, dass die Welle hier unten unterhalb der Nulllinie ist, dann gibt es da einen Versatz und dieser Versatz ist der Knackser, den du meinst. Es gibt DAWs, die direkt darauf achten, dass die nur am Nullpunkt schneiden, da kann das nicht passieren. Wenn du aber ganz sicher gehen willst, dann setzt du einfach bei dem Audioschnipsel, den du hast, vorne ein Mini-Fade-In, so 1-2 Millisekunden kann man heutzutage schon einstellen und auf der rechten Seite am Ende des Loops auch ein Mini-Fade-Out, sodass du diesen Knackser mit diesem Fade-In, Fade-Out auf jeden Fall überspielen kannst. Und wenn du den setzt, dann wirst du nie wieder Probleme mit Knacksern kriegen. Also am besten als Automatismus auf jede Audiodatei, auf jeden Audioschnipsel, den du benutzt, einfach ein Mini-Fade-In und ein Mini-Fade-Out und du wirst nie wieder einen Knackser haben. So einfach ist das manchmal zu erklären. Der Knackser ist also ein Schnitt mitten in der Wellenform und dementsprechend führt das dann zu einem Knackser, den du hören kannst. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ich hoffe, du schaltest nächste Woche wieder ein oder zum nächsten Video, was du hier bei mir im Kanal findest. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!